Wenn die Blätter von den Bäumen fallen und die dunkle Jahreszeit beginnt, gedenken wir besonders eines Heiligen. Vor allem bei den Kindern ist er beliebt und sie erzählen seine Geschichte gerne. Die vom heiligen Martin, der seinen Mantel mit einem Obdachlosen teilte. Er kann uns immer wieder Vorbild sein und uns zeigen, wie schön Teilen sein kann. Teilen heißt für mich, meinen Glauben weiterzugeben. Teilen bedeutet für mich, solidarisch miteinander umzugehen. Mit den Leuten meine Zeit teile, meine Energie teile, ihre Schwierigkeiten teile, aber auch an ihren Freuden teilnehme. Teilen heißt für mich geben und nehmen. Es heißt aber auch für mich, einfach miteinander, füreinander da sein, besonders wenn jemand in Not ist. Uns steile Missionaren bereitet das Teilen eine große Freude, so wie der heilige Martin durch seine Nächstenliebe Licht in die Welt gebracht hat, so wollen auch wir steile Missionare Licht sein für die vielen Hilfsbedürftigen dieser Welt und Gottes Schöpfung und Nächstenliebe mit ihnen teilen, sei es Nahrung, sei es Zeit, die Freude an unserem Glauben und noch vieles mehr. Mit Teilen können wir die Welt Stück für Stück verbessern. Mit unserer Martins-Aktion wollen wir auf die vielen Kinder, Jugendliche und junge Erwachsenen, junge Familien der Welt schauen, die unser Teilen dringend brauchen. In rund 80 Ländern der Erde setzen sich die Steiler Missionare für die Bedürfnisse benachteiligter Kinder und Jugendlichen ein. Sie versorgen sie mit Nahrungsmitteln, kümmern sich um ihre medizinische Behandlung, ermöglichen ihnen eine Schulbildung und stehen ihnen seelsorglich zur Seite. In der Martins-Aktion stellen wir beispielhaft entsprechende Projekte der Steiler vor. Im Süden Mexikos leben zahlreiche Kinder und Jugendliche unter der Armutsgrenze. Oft landen sie auf der Straße, werden kriminell und drogensüchtig. Gemeinsam mit seinem Team sucht der steile Bruder Joachim nicht Wege, damit die Kinder dort in Salto de Agua zur Schule gehen und vor allem auch ihre Persönlichkeit entwickeln können. Und dafür spielt Musik eine ganz wichtige Rolle. Das gemeinsame Musizieren stärkt die Gemeinschaftlichkeit, ihr Selbstvertrauen und ihre Identität. Ein weiteres Beispiel. In Indien brauchen viele Menschen, die an Lepra erkrankt sind, unsere Hilfe und unsere Unterstützung. Die Steiler Missionare kümmern sich in den verschiedenen Projekten im ganzen Land um die Menschen, die aufgrund dieser Krankheit aus der Gesellschaft ausgeschlossen werden. Leprakranke Kinder zum Beispiel dürfen keine öffentlichen Schulen besuchen. Bildung aber ist der Schlüssel zu jeder Entwicklung. Damit diese Kinder weiterhin eine Chance haben, eine Zukunft haben, in ihrem Leben voranzukommen, organisieren die Steiler Missionare weltweit Bewusstseinsbildung, einen eigenen Unterricht für sie. Außerdem sorgen sie für ihre Verpflegung und medizinische Behandlung. Projekte dieser Art gibt es noch viele weitere. Wir alle tragen Mitverantwortung für diese Kinder, die unseren tatkräftigen Einsatz brauchen. Helfen Sie uns! Wir wollen mit Ihrer Unterstützung
mit vielen hilflosen Kindern und jungen Familien auf der Erde teilen, damit wir sie aus Not und Elend herausholen und ihnen eine Zukunft schenken können. In ihnen begegnet uns unser Heiland, Herr Jesus Christus, dessen Menschwerdung wir in wenigen Wochen wieder feiern dürfen. Ihnen allen wünsche ich eine besinnliche, voradventliche Zeit und ich danke Ihnen ganz herzlich und bete für Sie.